Ja, hallo und herzlich willkommen heute wieder zu den Helfer-Nachrichten. Mein Name ist Kel, ich bin der Initiator von Helfer und heute werde ich über verschiedene Dinge reden, die in den letzten Tagen passiert sind. Und wer hätte das gedacht? Ja, wir hatten Weihnachten. Super. Was passiert Weihnachten oder was ist bei euch Weihnachten passiert? Wie habt ihr es erlebt? Wir haben sehr, sehr viel gemacht, auch bei Helfer. Wir hatten über 3 Tage lang haben wir versucht, Streamingdienste aufzubauen und so weiter. Manchmal war ich da drinne, manchmal natürlich nicht, weil ich hatte genug zu tun. Aber jeder Tag war ungefähr um die, 8 Stunden oder so Streaming-Sachen. Wir haben sogar zwei Videos haben wir, glaube ich, online. Und ich habe sogar ein Griechenland-Video gemacht. Ich wollte eigentlich auch viel mehr Videos machen, aber ich kam leider nicht dazu, weil wir zu viel zu tun hatten. Gut, ja, was ist ansonsten noch alles passiert? Wir haben, wie immer, wir haben über 500 Helfergruppen in Deutschland. Einige Leute denken sich, naja, vielleicht müssen wir das zusammenschrumpfen, gesund schrumpfen. Andere sagen, okay, wir müssen jetzt was Neues anfangen und ich bitte euch so weit wie möglich, dass wir mehr Gruppen machen, aber nicht einfach nur Gruppen, die einfach kaputt gehen, sondern richtige Gruppen. Aber dazu kommen wir später zu mehr. So, was ist sonst passiert in Hamburg? Josh berichtet, dass einige Helfers in Hamburg, Bergedorf, einen monatlichen Stammtisch eingeführt haben. Die Gruppe existiert inzwischen etwas länger als ein Jahr. Nach anfänglichen holprigen Anlauf kamen die letzten Male etwa 20 Leute zusammen. Sie treffen sich jetzt immer in einem separaten Raum in einem jugoslawischen Restaurant, was natürlich besonders in der kalten Jahreszeit eine schöne Möglichkeit darstellt für Austausch und näheres Kennenlernen. Das manuelle Vernetzen und der Aufbau von Vertrauen braucht eben seine Zeit. Leider schließt das Restaurant zum Jahreswechsel und die Gruppe muss sich etwas Neues suchen. Hat irgendjemand von euch einen Tipp für Räumlichkeiten in Bergedorf in Hamburg, damit diese Helfers schon bald ganz neu durchstarten und noch stärker werden können? Und das ist jetzt erstmal eine Sache, das muss ich sagen, das ist ein Zentrum jeder Gruppe. Das hatten wir auch früher in Deutschland immer. Wir hatten in jeder Stadt eine sogenannte Stadthalle. Diese Stadthalle diente dazu, dass die Menschen sich treffen. So, das ist natürlich jetzt im Zeitalter des Internets natürlich ein bisschen untergegangen. Und viele versuchen, ihre Gruppen momentan zum Beispiel über Telegram zu organisieren. Aber eine Telegram-orientierte Gruppe ist eine Online-Gruppe. Was wir aber brauchen, ist eine Realitätsgruppe. Das heißt nicht, dass man die Telegram-Gruppe dann wegtun kann, aber die kann man gebrauchen für bestimmte Kontakte, damit man miteinander redet, wenn man nicht raus kann. Aber was wir brauchen, ist in der Realität. Wir müssen Sachen in der Realität schaffen. Und dazu komme ich dann auf jeden Fall gleich. Also, wer auf jeden Fall eine geeignete Location hat, damit die Leute sich treffen, bitte auf jeden Fall melden. Ich werde gleich auch einen Tipp geben, wo man noch weiter gucken kann, aber dazu später mehr. Aus Süddeutschland kommt eine Meldung von Mia. Sie hat geschrieben, dass am 21. Dezember 8 Helfer aus 3 verschiedenen Regionalgruppen, das ist Schorndorf, Stuttgart und Esslingen, auf dem Esslinger Mittelalter Weihnachtsmarkt, dass sie sich da getroffen haben. Nach einem Bummel über dem Markt sind sie zum Austausch und Kennenlernen kurz irgendwo eingekehrt, wo dann die Idee geboren wurde, dass sich die Moderatoren der Gruppe wieder regelmäßig persönlich zum Erfahrungs- und Ideenaustausch treffen können und wollen. Super, genau das ist es, weil das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen wieder Kontakt zu Menschen. Und ich weiß, ich war sehr oft, ich war ein paar Mal in Schorndorf, habe sogar mal, ich glaube 2 Wochen war ich da, habe mir das mal angeguckt dort vor Ort und ja, das Treffen war da sehr gut. Das ist ein bisschen eingeschlafen, dadurch sind auch natürlich ein bisschen die Kontakte eingeschlafen und so weiter, aber jetzt wird das wiederbelebt, weil genau das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen ein Miteinander, ein Zusammen. Das schaffen wir nicht mit Telegram-Gruppen, das schaffen wir, indem wir uns kennenlernen, indem wir uns wirklich sehen, treffen und dadurch halt auch Sachen miteinander austauschen und machen. Also, supergeil. Vielen, vielen Dank. Macht weiter so. Essen, ganz nebenbei. Den Kommentar sollte ich wahrscheinlich nicht vorlesen. Ist trotzdem, das ist übrigens die Geburtsstadt von einer unserer Redakteurinnen. Also, schöne Grüße an Essen. Da kenne ich auf jeden Fall noch ein paar Leute, auch persönlich. So, das Moderatorenteam der Essener Gruppe informiert uns über ein erfolgreiches Vernetzen
mit der Arbeiterwohlfahrt vor Ort. Hm? AWO? AWO? Wer kennt die AWO nicht? Kurz zur Information, was die AWO ist. Die Arbeiterwohlfahrt gehört zu den 6 Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege in Deutschland. Sie ist aufgrund ihrer Geschichte und ihres gesellschaftspolitischen Selbstverständnisses ein Wohlstandsverband mit besonderer Prägung. In ihr haben sich Frauen, Männer als Mitglieder und als Ehren- und Hauptamtliche Tätige zusammengefunden, um in unserer Gesellschaft bei der Bewältigung sozialer Probleme und Aufgaben mitzuwirken und um den demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu verwirklichen. Leitsätze und Leitbild sind Grundlage für das Handeln in dieser Arbeiterwohlfahrt. Das ist doch sowas Ähnliches, was wir auch machen, oder? Genau das ist es. Und genau aus diesem Grund haben die es geschafft, die Essener Leute, dass man mit der AWO zusammenarbeitet. So, und mit der AWO können wir zusammenarbeiten und die Idee, die wir als Helfer haben, können wir mit der AWO vielleicht verbinden. Und was sagte ich irgendwann mal? Wir müssen uns vernetzen. Und zwar nicht nur im Kleinen, sondern im Riesigen. Wir müssen riesige Sachen zusammen machen. Warum? Damit wir uns gegenseitig helfen und damit wir das, was schon existiert, nicht nochmal neu erfinden müssen, sondern dass wir das nutzen können dafür, dass wir eine Infrastruktur aufbauen für alle Menschen, für alle, nicht nur für Helfer, für alle. Wir brauchen eine Infrastruktur, die sich auch alleine trägt, damit wir unabhängig sind davon, wenn mal eine Katastrophe irgendwo ist oder wenn wir eine Inflation haben oder. Wir schließen die Menschen nicht aus, wir laden sie ein und das ist genau eine Sache. Deswegen super Hammer, zündende Idee von dem Essener Raum. Hammer. Und das muss man auf jeden Fall in irgendeiner Weise natürlich auch den anderen Menschen zugutekommen lassen. Also arbeitet mit den örtlichen AWOs zusammen, soweit es geht. Was ist da passiert? Nun, in Essen gibt es von der AWO die sogenannte 60-Plus-Zentren, in denen aber auch Jüngere herzlich willkommen sind. Das 60-Plus-Zentrum hat offenbar sehr bald bemerkt, dass Helfer Essen und AWO Essen zusammenpassen. So. Und gemeinsam etwas bewerkstelligen können. Im Rahmen dieser Kooperation ermöglichte es die AWO der Helfergruppe im Winter und Sommer die Räumlichkeiten und Außenflächen kostenlos für sich alleine oder auch gemeinsam mit weiteren nicht zu Helfer gehörenden Menschen vor Ort zu nutzen. Küche, 2 große Räume, Partykeller und einiges mehr. Verschiedene Tanzangebote, Spieleabende und andere Themen wollen sie nun dort zum Leben erwecken. Sie meinen, jetzt liegt es an uns allen, durch die Tür zu gehen, die uns geöffnet wurde. Die 60-Plus-Damen, zu denen erste Kontakte aufgenommen wurde, stehen der Sache schon mal positiv gegenüber. So. So gut, so weit, so gut. Aber ne, bei so guten Vorzeichen kamen die Helfers natürlich sehr gerne einer Bitte eines AWO-Mitarbeiters nach. Spontan sagten sie ihre Hilfe zu für einen älteren, lungenkranken Herrn. In gemeinsamer Aktion wurde ein defekter Schrank für ihn repariert. Und bei dieser Gelegenheit wurde ein Schimmelbefall in der Wohnung entdeckt und sofort der AWO gemeldet, die sich um die Behebung des Problems kümmern wollte. Helfers können eben echte Problemlöser sein. Und genau das ist es. Wir arbeiten mit den Menschen zusammen und da wir nicht geldabhängig sind, sondern weil wir mit Herz arbeiten, so können wir einige Sachen natürlich auch mitnehmen, was die Leute uns anbieten. Und es gibt so viel, was kostenlos auf der Straße liegt, was kaum einer weiß. So haben wir zum Beispiel in einem Meeting, was wir hatten mit den IT-Leuten, haben wir gesehen, dass wir eigene Server kaufen können, aber auch, oder mieten können, aber auch vielleicht bestehende Server, die schon existieren und die noch Ressourcen bieten, die ungenutzt liegen bleiben, die können wir mitbenutzen. Und dadurch haben wir ein kompletteres Bild und vielleicht ist dadurch das Gesamtpaket günstiger. Und das gilt genauso mit der AWO. Also, ich bitte jeden dazu, oder ich rufe jede Gruppe dazu auf, mit den AWO-Gruppen, wenn es geht und soweit es geht, mit denen zusammenzuarbeiten und zu schauen, wo können wir was machen und wie können wir es so bringen, dass wir alle miteinander und zusammenarbeiten. Und wer weiß, vielleicht wollen die Leute ja auch mitkommen und auch zu Helfer werden, weil Helfer ist nun keine Sekte oder ist kein irgendwie sowas, was so Exklusives ist. Nein, Helfer engagieren sich leidenschaftlich füreinander und für alle. Wir wollen miteinander und zusammenschmelzen. Wir wollen eine Gesellschaft aufbauen, die jedem hilft. Und wenn die AWO genau dasselbe macht, Heidewitzka. So, nur wir sind halt nicht nur in Deutschland tätig. Wir wollen das überall machen, weltweit. Und genau das ist die Idee. So, was gibt es sonst noch?
Erstmal aus meinem Tagebuch. So, ich bin immer noch in Griechenland und eigentlich ununterbrochen in Sachen Helfer unterwegs. Ich habe gerade so viel zu tun, dass ich viel zu wenig schlafe. Okay, da muss ich nochmal mit der Redaktion sprechen. Das muss ich nicht immer wiederholen. So, es gibt Telefonate, Konferenzen, programmiere, streame, verschiedene Medienformate und so weiter und so weiter. Wie zum Beispiel diesen Nachrichtenkanal und auch die Serie Frag den Kell, die ich euch übrigens sehr ans Herz lege. Denn dort gibt es viel, viel, viel zu erfahren über Helfer und die Strukturen dahinter. In der letzten Folge haben wir wirklich darüber gesprochen, wie die Kommunikation stattfindet. Es ist im Endeffekt ein, wie ist Helfer aufgebaut? Was ist die Idee dahinter? Und wir werden das auf jeden Fall nochmal rausbringen und nochmal extra bewerben, weil viele Leute haben das ganze System nicht verstanden. Und damit könnte man auf jeden Fall sehr gut zeigen, wie ist Helfer aufgebaut? Und zwar wirklich strukturell. Ne? Also jetzt nicht von außen, sondern strukturell. Was gibt's wo? Wo finde ich was? Und so weiter. Und wie gehe ich auch noch vor? So. Wir sind auch noch da dran mit einer Zusammenarbeit einer Zeitung beziehungsweise zwei Zeitungen aufzubauen. Das bedeutet, wir haben unten in Landshut eine Dame, die sich um eine Zeitung kümmert. Jetzt kommt die nächste Zeitung nächstes Jahr raus. Sie arbeitet schon mit uns bei der Redaktion. Wir müssen gucken, wie wir da weitermachen. Außerdem gibt es noch eine weitere Gruppe, die eine Zeitung rausbringt. Das sind mehrere Leute, die daran zusammenarbeiten und auch mit denen wollen wir zusammenarbeiten und gucken, wie wir die entstehenden Kosten in irgendeiner Weise übernehmen oder nicht übernehmen oder. Das Ganze, das findet hinter verschlossenen Türen statt. Nicht, weil es verschlossen ist, sondern weil mit 1000 Leuten kann man einfach nichts planen. Das ist ein bisschen zu viel. Aber wir halten euch auf dem Laufenden, was passiert. Und wer gerne mitmachen will oder wer gerne mithören will, wir suchen immer nach Redakteuren, wir suchen immer nach Designern. Entweder Webdesigner oder Designer für Printmedien und Ähnliches. So, wir suchen in jeder Sparte irgendwas. Meldet euch ruhig auch, wenn ihr nicht wisst, wo, unter Helfer-Nachrichten. Da könnt ihr auf jeden Fall in den Kommentaren sagen, du, hier, ich bin da. Oder wir haben unter Helfer-Support, da könnt ihr sowieso immer fragen. Da könnt ihr eure Frage hinstellen. Und wenn es irgendwas gibt, euch melden. Wir brauchen auch überregionale Hilfe, und zwar in allen Orgas. Es gibt nichts, wo wir keine Hilfe brauchen. Warum? Weil wir eine Infrastruktur aufbauen. Das heißt, wenn du dich mit irgendwas davon auch nur ein bisschen auskennst oder wenn du denkst, naja, ich könnte vielleicht was machen. Wir können dir helfen, dass wir eine Ausbildung schaffen. Zum Beispiel, wie man mit Servern umgeht. Zum Beispiel, wie man einen Artikel schreibt und. Das Zusammenarbeiten, das wird uns allen helfen, dass wir ein besseres und kompletteres Angebot machen. So, dann gibt es noch eine Sache, vor die ich euch ein bisschen warnen will, weil ich habe jetzt mitbekommen, dass ein Schneeballsystem am Anrollen ist. Ob das jetzt schon funktioniert oder nicht, weiß ich nicht, weil es wird viel geredet. Aber was ist ein Schneeballsystem? So, ein Schneeballsystem ist in Deutschland verboten und gilt als Betrug, und zwar zu Recht. Es ist so, dass einzelne Leute ganz viel Geld bekommen, während andere Leute nichts abbekommen. Jeder muss in einem Schneeballsystem andere Leute einladen. Diese Einladung, ne, kostet meistens Geld, einmalig oder vielleicht als monatliches Gehalt. Nur von diesem, was da zusammenkommt, wird einer bezahlt. In dem Fall geht es um ein System, das nennt sich IAM Ubuntu und hat mit Ubuntu so gar nichts zu tun. Da wird versprochen, dass man dort reich werden kann. Je mehr mitmachen, desto mehr Geld kriegt man. So, wenn man sich das aber nur 5 Minuten überlegt, dann fragt man sich, wo kommt das Geld her, und schon weiß man, okay, da stimmt was nicht. Das wird in sogenannten Boards aufgebaut. Ein Board, da gehen ungefähr 8 Leute, sollten da reingehen. Später waren es 15 Leute. Und jeder zahlt 12,50 Euro. Diese 12,50 Euro werden zusammengelegt. Und bei 8 Leuten ergibt das 100 Euro. Super, da denkt man sich, okay, dann bekommt ein Mensch davon 100 Euro. Was kriegt der Rest? Nichts, weil die Kassen leer sind. Das heißt, ihr müsst so viele Leute reinbringen, dass einer dann 100 Euro kriegt. Das heißt, dieses System ist ein 8:1. Das heißt, 8 Leute zahlen ein, einer bekommt was ab. Und schon sieht man, dass das eine logarithmische Funktion ist. Das bedeutet, 8 Leute bezahlen ein. Wenn der Nächste jetzt das Geld haben will, müssen weitere 8 dazukommen. Und die 7 Leute, die nichts bekommen haben bisher, die warten.
Dann bekommt einer von den 7 weitere 100 Euro und wir brauchen wieder 8 Euro. Das ist ein ganzes Schneeballsystem. Die restlichen, die alle eingezahlt haben, die kriegen nichts. Und das ist das Problem. Das versuchen die jetzt auch bei Helfer zu machen und einige von den Helfers sind leider darauf reingefallen. Ich bitte darum, deswegen erkläre ich das, bitte achtet darauf, weil diese Systeme sind darauf aus, dass Einzelne, die das erfinden, sehr viel Geld verdienen, während die anderen alle auf ihr Geld warten. Das nennt sich Schneeballsystem, ist Betrug, das sage ich nochmal, es ist Betrug, weil es mathematisch vollkommen falsch ist. Die Leute werden euch versuchen zu erzählen, das ist was fürs Herz, das ist was mit Gefühl und so weiter. Nein. Wir bei Helfer haben gelernt, wenn wir technische Probleme haben, werden wir sie technisch lösen. Wenn wir soziale Probleme haben, werden wir sie sozial lösen. Und wenn wir geldtechnische Probleme haben, dann werden wir sie auch geldtechnisch lösen. Wir werden nicht irgendwie versuchen, das Herz und das andere zu vermischen, weil die Herzensangelegenheiten werden niemals die Geldsachen aufwiegen können. Wenn jemand Liebe braucht, dann kann man das nicht mit Geld aufwiegen. Wenn jemand Liebe braucht, dann kriegt er Liebe. So, und wenn jemand Geld braucht, dann braucht er Geld. Das kann man auch mit Liebe nicht machen, weil zum Beispiel der Stadt oder dem Staat interessiert das nicht. Wenn man nicht zahlen kann, kommt man gegebenenfalls ins Gefängnis. Ist jetzt etwas übertrieben, aber das ist so. Das heißt, bitte immer in dieser Sparte, wo ihr die Probleme seht, genau da auch Lösungen finden. In dem Fall ist es so, dass Geld nicht die Lösung ist und in dem Fall ist es so, dass man euch ausnutzt und dass man euch das Geld aus der Tasche zieht. So, wir von Helfer haben mit Geld nichts zu tun, deswegen ist es nicht so, dass wir sagen, okay, ja, nein. Sollte irgendwo Helfer draufstehen und Geldsystem, in egal welche Art, egal ob es ein Schneeballsystem ist, egal ob man es kaufen kann oder nicht, erstmal geht hin, fragt bei Helfer-Support nach, da könnt ihr fragen, ob es eine Sache ist, die wir tatsächlich in Gang gebracht haben oder nicht. Weil ja, auch Helfer kann was mit Geld ein bisschen zu tun haben, wenn wir größere Projekte crowdfunden wollen. Das gibt es. Aber jedes Projekt, was bei uns finanziert wird mit Geld, muss eine Erklärung haben, was das Projekt ist und muss einen Höchstbetrag haben, den man einzahlen kann, beziehungsweise wo das Projekt fertig ist. Das heißt, wir werden nicht hingehen und sagen, bitte spendet, sondern wir sagen, wir brauchen für das Projekt XY 10.000 Euro. So, ne, wir sind gerade dabei, wir haben gerade 5.000 Euro eingezahlt bekommen, wir brauchen noch weitere 5.000 Euro und so weiter. So, dass ihr genau wisst, wann das Limit erreicht ist und wann es fertig ist. Wir wollen keinen Cent mehr haben. Wir müssen, wenn wir größere Projekte machen, die refinanzieren. Aber bitte, wir machen keine Spielereien mit Geld, wir machen nichts. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ist es Helfer oder nicht, fragt ganz einfach unter Helfer-Support. Da bekommt ihr Hilfe. So, super. Also, wir haben ansonsten, ja, weg von diesem Thema, hin zu Weihnachten. Wie ich am Anfang gesagt habe, wir haben jetzt eine wunderbare, wunderschöne Weihnachtsgruppe gemacht in der letzten Woche. Wir haben drei Tage hintereinander haben wir Online-Chats gemacht. Wir haben auch noch gestern was gemacht. Da war ich nicht mehr dabei. Ich wollte eigentlich. Und diese Gruppe für Weihnachten ist noch nicht zu. Die Gruppe für Weihnachten wurde jetzt umbenannt in Helfer-Festtage. So, warum? Innerhalb dieser Gruppe gibt es Teilgruppen. Diese Teilgruppen haben jeweils einen Festtag, mit dem sie irgendwie anfangen. Zum Beispiel Weihnachten oder Ostern oder Silvester oder irgendwas anderes. Das heißt, wenn ihr da in die Gruppe reingeht, habt ihr erstmal eine Untergruppe, welche Gruppen es alles innerhalb dieser Gruppe gibt und dementsprechend vor den Festen können wir uns da treffen, miteinander reden. Da könnt ihr die Termine reinschreiben, wo ihr wann was macht, wie ihr was macht und so weiter. Wir können uns da treffen, um zum Beispiel Videochats zu machen und miteinander einfach mal uns auszutauschen, weil wir zum Beispiel es nicht schaffen, vor Ort in irgendeine Gruppe zu kommen oder. So, und ich bitte darum, da keine politischen Themen oder Ähnliches zu machen, sondern lasst uns über die Feste reden, die gerade da sind. Warum nicht politisch? Ganz einfach. Wir reden das ganze Jahr über Politik. Lasst uns doch einfach mal die Gedanken wechseln. Lasst uns mal neue Ideen reinkommen in unseren Kopf. Lasst uns mal was ganz Neues machen und automatisch kriegen wir Lösungen auch für den Alltag. Wenn wir es nicht schaffen, Fantasie, Ideen, Innovation irgendwie reinzubringen, dann werden wir es nie schaffen, ein Problem aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir es auch insgesamt nicht schaffen.
was ist. So, was haben wir gemacht? Ja, wir haben Weihnachtslieder gesungen und sogar ich habe gesungen. Das darf man keinem erzählen. Aber es war super schön und wir haben einiges erreicht. Und genau das haben auch 15 Helfers in der Lichtenfelsener Gruppe gehabt. Und zwar haben die sich am 10.12. getroffen zu einem weihnachtlichen Beisammensein mit einem Spaziergang. Gemeinsam gekocht, Plätzchen und Lieder gesungen und so weiter. Also die haben nicht Plätzchen gesungen, sondern Plätzchen gebacken bzw. gegessen. Witzig ist, das Alter, das wurde so angegeben, ist 13 bis 86 Jahre alt. Also ne, 86 Jahre alt für euch. So, also, das war wirklich ganz kunterbunt. Da waren Kinder bis zu Erwachsenen, also etwas älteren Erwachsenen. So, und standardmäßig treffen die sich alle 2 Wochen, meistens wechselnd bei jemandem zu Hause. Oft kommen jedoch auch außer der Reihe spontane Treffen zustande. Wir haben oft bestimmte Themen oder auch Referenten da. Wir sind gut mit Nachbargruppen, Klammer auf, nicht Helfer, ne, Klammer zu, vernetzt. So. Im Januar haben wir wieder ein größeres Treffen, wo Kennenlernen und Neuaufnahme von weiteren Interessenten stattfindet. Dann jedoch nicht zu Hause, sondern jeder bringt was fürs Buffet mit und die treffen sich irgendwo. Es folgt eine Vorstellung des Helfergedanken und jeder stellt sich vor mit seinen Fähigkeiten, Interessen und eventuell eigene Erfolge oder Ideen für eine autarkere, menschlichere Zukunft. Und das ist der Landkreis Lichtenfels, ne, mit der Kennzahl 96215. So, das ist die Postleitzahl. Also, wer Lust hat, wer da in der Nähe wohnt, kann gerne da hingehen. Wir laden die Leute dazu ein, da mitzumachen. So, weiter. Was gibt es weitere Sachen, die man berichten kann? Also, ich sagte gerade, ne, wir haben eine eigene Helfer-Festtage-Gruppe. Die werden wir jetzt neuerdings zu den Themengruppen hinzufügen, so dass ihr da auch mit reingehen könnt und andere Leute einladen könnt. Das ist eine offene Gruppe, wo auch Nicht-Helfer-Mitglieder rein können. Sowas gibt's? Natürlich gibt's sowas. Diese Idee ist, dass wir andere Leute mit einladen können und wer Lust hat, kann Helfer kennenlernen. So haben 3, 4, 5, 6, 7, 10 Leute von Helfer gehört und haben jetzt Lust, bei uns mitzumachen. Das ist eine schöne Einladung, wie wir zusammenwachsen können und was Neues auf den Weg bringen können. So, was gibt es ansonsten Neues aus Griechenland zu erzählen? Wie gesagt, ich bin Tag und Nacht dabei, mit den Leuten zu reden, aber es ist ein bisschen eingeschlafen, weil ich hier kaum von dem Rechner wegkomme. Ich mache zwar sehr viel online momentan und hier sind die Busse ein bisschen schwergängig. Das heißt, am 1.1. zum Beispiel gibt es gar keinen Bus und ich kann keine 11 Kilometer zu Fuß zurücklegen, um auf die andere Seite zu kommen, beziehungsweise dann wieder in die Wohnung rein. Das heißt, ich muss überlegen, wie ich was wo plane. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr, also dieses diesen Jahreswechsel irgendwie doch auf dem Festland verbringe, damit ich ihn nicht alleine verbringe und mal sehe, wie die Griechen feiern und was sie machen. Weil hier ist was ganz anderes. Und ich habe mitbekommen, wie einige Menschen sich zum Beispiel darüber beschweren, das Neujahr feiern wir nicht, weil es ist uns zu laut, es ist ein bisschen zu keine Ahnung. Und Neujahr bedeutet doch nicht, oder Silvester bedeutet doch nicht, dass man nur knallt. Silvester bedeutet, dass wir miteinander das kommende Jahr feiern. Und gibt es was zu feiern? Natürlich gibt es was zu feiern. Es gibt ohne Ende was zu feiern. Jedes Jahr hat seine eigenen Tücken, seine eigenen negativen Bereiche. Aber es gibt auch viele Chancen und viele Neuigkeiten. Und eines dieser Sachen ist zum Beispiel, dass das Helfer jetzt so groß ist, dass wir eine kleine Infrastruktur aufgebaut haben, dass wir Leute retten können und dass wir auf jeden Fall schon mal was verändern können. Und ich merke den Unterschied ganz krass, jetzt wo ich hier in Griechenland bin. Hier gibt es dieses Netzwerk nicht. Hier hat mich ein 62-Jähriger angefragt, ob er Hilfe kriegt, weil er keine Hilfe kriegt von den eigenen Leuten. Eine weitere Dame hat eine Kürzung gekriegt von 184 Euro. Das war das Geld, was sie für die Wohnung gebraucht hat. Jetzt hat sie kein Geld mehr für die Wohnung und kann eben nichts mehr machen. Dadurch, dass mir das Netzwerk fehlt, kann ich da auch kaum helfen. Wir haben ein Netzwerk. Wir haben nicht nur eins, wir haben viele Netzwerke. Und diese Netzwerke müssen endlich zusammenarbeiten, dass wir solchen Menschen helfen können. Und das nicht nur in Deutschland. Das gilt weltweit. Das gilt in Uganda ebenso wie in Griechenland. Das Ding geht in Ungarn ebenso wie in Kroatien. Wir brauchen die Hilfe für die Menschen da draußen. Und wir sollten endlich anfangen, genau diese Infrastruktur aufzubauen. Denn anders wie werden wir es nicht schaffen. Und das ist auch das neue Thema von Frag den Kelt. Wie kriegen wir es hin, dass wir eine neue Gesellschaft auf die Beine stellen? Wie kriegen wir es hin, dass die Welt schöner wird? Und wir haben die ersten Schritte gemacht.
Und wenn ich sage wir, dann bist du damit gemeint. Jeder von euch. Und ich bedanke mich wirklich bei jedem von euch für die weihnachtlichen Sachen, die wir gesprochen haben, dafür, dass wir zusammen gesungen haben. Ich bedanke mich auch bei unter anderem Perin, die gesungen hat in dem Stream, ne, als professionelle Sängerin, das muss man schon sagen, obwohl professionell ist sie nicht. Sie ist Amateurin. Wisst ihr eigentlich, was der Unterschied ist zwischen professionell und Amateur? Der Name sagt es schon bereits, ne? Es geht nur darum, warum man was macht. Der Amateur, ne, der kommt von Amore, also von der Liebe her, der macht es, weil er es liebt. Das ist ein Liebhaberding. Und der Professionelle, der macht es für Profit. Und Perin macht es nicht für Profit, aber sie ist eine ausgezeichnete Hammersängerin und ich bedanke mich herzlich bei ihr, dass sie uns besucht hat und dass sie auf jeden Fall bei uns und mit uns gesungen hat. Und ich bedanke mich bei jedem anderen auch, der da war und der uns eine schönere Zeit beschert hat. Und ich hoffe, dass wir einen schönen Übergang haben ins neue Jahr. Und ich warte und ich schaue nach, wie es weitergeht und was wir machen. Wir haben einige Aufgaben zu bewältigen und wir sind dabei, sie zu lösen. Ich bedanke mich wirklich bei jedem von euch und wünsche euch weiterhin alles, alles Gute. Für die, die ich nicht gesehen habe, frohe Weihnachten nachträglich und ansonsten einen schönen Übergang ins neue Jahr. Wir sehen uns und ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel, viel Spaß noch. In diesem Sinne, alles Gute und ja, eine gute Zeit.